Nee, ich will die benutzen. Ich muss das einfach lernen. Natürlich. Weil es damit gerade nicht geht, heißt es nicht, dass es nicht geht. Und das heißt einfach nur, dass ich es nicht kann. Und deswegen muss ich es lernen. Nur weil man etwas nicht kann, heißt es nicht, dass es nicht geht. Muss man es lernen und dann geht das. Kriegen den Clown noch kaputt. Wir schaffen das. Wir machen das. Wir machen den Clown richtig, und lustig. Er wird keinen Spaß mit uns haben. Wir sehen, ich habe die Moves drauf. Komm schon her, Clown.
Wird schon, wir kriegen das irgendwie kaputt. Er macht auch unverschämt viel Schaden, dieser Clown. Das ist echt nicht lustig. So, wie wir die hier schon umgebracht haben. Steigert unser Ergo auch sonst wohin. So, holen wir uns zwei Flammenwerfer, Jungs. Frankie, ebenfalls einen wunderschönen guten Morgen. Quasi, ja. Hier geht die Sonne auf. Komm runter, mein Freund. Versuch Nummer 437. Das ist eben erst auf. Okay. Fein. Warum nicht? So kann man den Montag auch umgehen. Einfach schlafen. Der Flammenwürfer-Lümmel soll weg. Für nur unser Püppchen. Nein, 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 ich muss mich heilen. Ich mag ihn nicht. Ich mag diesen Clown überhaupt nicht.
Lass da einfach nicht drüber reden, was da gerade passiert ist. Boah. Gott. So eine Scheiße. Der war fast tot. Der war quasi tot. Wie konnte ich das verkacken? Mann. Ich schmeiß ihn mit Schweinchen. Mehr heilen. Ich hatte nichts mehr zum Heilen. Muss mich weniger treffen lassen. Von unserem netten Freund da oben. Hab ich gesagt, 0 Uhr ist Ende, ne? Aber gut, dieser Clown wird mich noch ein bisschen beschäftigen. Mit einem kleineren Schwert kann ich noch weniger kämpfen. Scheiße, hat mich vorher nicht einmal getroffen. Und jetzt hat mich das einen Heiltrank gekostet. Nein, das ist die Hauswand gewesen. Komm wieder.
Was? Dürft er mich plötzlich durch diesen scheiß Busch? Du stinkender Scheißclown! Boah! Das zweite Mal! Vielleicht war ich auch ein bisschen zu greedy. Was zum Fick? Wieso hat das denn? Ganz entspannt. Der Scheißclown. Ja, nur noch einen schönen Abschluss haben. Happy End. Mentale Vorbereitung hier. Yeah.
richte dich einfach sowas von hin, du kleiner, dreckiger, armloser Clown. Ja, cool bleiben, nicht greedy werden. Blöder Sack. Ich konzentriere mich immer viel zu spät darauf, mir das Moveset zu merken, was er da für einen Scheiß veranstaltet. Oft so, bei vielen Gegnern. Nee, komm hier nicht auf komische Ideen, der Fahrrad. Er so, ja, ich hab einen Flammenwerfer. War das Flammenwerfer Warnschuss in die Luft? Marion. Hans, jetzt ist Flammenwerfer. Oh, ich dachte, hier ist irgendwas. Die große Ausstellung. Volunteers wanted. Okay, da ist es. Das dafür. Das ist, glaube ich, die Oper. Ja, das Opernhaus. Ganz schön großer Oper, ja. Manche Opers, da kannst du Veranstaltungen drin feiern. Sound weird. Also wir haben den Clown zwar jetzt besiegt, aber ich bin trotzdem neugierig, was da jetzt drin ist. Hopp, Feuerchen? Oder auch nicht? Keine Ahnung, was das gerade war. Wir wollen da noch reingucken, ne? Ach, der ist noch jung. Und eigentlich müssen wir noch mal zurück da, wo der Typ mit dem Ring stand, in die Kanalisation. Und uns da noch mal die Kanalisation runterjieten. Da ist auch noch irgendwas. Kriegt da drin nur aufs Maul, ja. Ist ja nichts Neues. Uff. Herzlich willkommen bei Resident Evil 8. Das ist schön hier. Der Flur einfach größer als mein gesamtes Leben. Ah, das sind die Gegner, von denen ich in den TikTok gehört habe. Müssen unseren Arm wechseln. Diese kleinen Marionetten sind nämlich... waren schon hart. Oh.
Was machen die für einen Schaden? Ist ja höllenunangenehm. Ja, was war das denn bitte? Mir gefällt das hier drin alles nicht. Aber cool sieht's aus. Unheimlich ist sie trotzdem. Also wenn die hier auch wohnen, dann will ich hier nicht wohnen. Wie die anstrengenden Mitbewohner. Welche Akro-Puppen-Girls. Das ist voll groß hier. Wilder Kronleuchter schwingt. Technikamulett. Technik plus 4, okay. So haufenweise kleine Püppchen killen. Was? Ich will nicht noch so einen großen. Ich gehe davon aus, dass wir Freitag Rahmen speisen gehen. Und ich habe nur noch morgen arbeiten. Nö, ich gehe jetzt einfach. Ich will nicht sterben. Nö, 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 nö. Ich hab gesagt, nö. Oben ist übrigens noch so eine Spinnenlady.
Der wird beim nächsten Mal wieder da sein. Er will doch nur spielen, ja. Hat zum Glück noch einen Health Potion zusammengekriegt. Oh, mal Loot. Zu Ehren der glücklichen Tage unserer Familie wegen ihrer Anwesenheit. Ich vermisse dich. Irgendwas, bla bla bla. Wahrscheinlich die Hälfte auch falsch gelesen. Ich vermisse dich immer noch. Familie. GG. GG. Entschuldigung. War nicht so lustig. Ich hab, ja, ich muss nur noch morgen arbeiten bis 20 Uhr. Und dann habe ich quasi Urlaub. Das war jetzt der aufgeladene Fabelangriff. Es gibt drei Enden und ein Extended Ende. Okay. Ich bin mal gespannt, wo wir da ankommen. Endemäßig. I know my way around the world. Ja, ich muss auch mal gucken, wie ich das mache mit dem Einchecken. Aber da sie ja erst um 12 aufmacht, ist das auch voll entspannt mit hinfahren. Ja, wir haben halt sehr spontan gebucht, war es jetzt. Damals schon mal gefragt, so, hey, wollen wir oder nicht? Und dann dachten wir so, okay, da war auch noch der Gedanke, Autos da und hin und her fahren wäre dann angenehmer gewesen. Oder wäre auch angenehm gewesen. Haben wir entschlossen, halt jetzt erstmal auf 30 dann. Ach, das macht um 10 auf, ja. Ich wusste vorher auch nicht, wann die aufmacht. So. Polaris dann. Ui. Wir müssen nächstes Mal in die Kanalisation zuerst. Ja, ich weiß gar nicht, wann bei uns Check-in im Hotel ist auch und wo das eigentlich ist. Nee, es ist Dokumi, das ist falsch. Hotel Elbe Hamburg, Kieler Straße. Ist schon ein Stückchen weg. Machen wir mal Route. Messe Hamburg. Er ist halt schon zu Fuß eine Stunde. Fahrrad und Auto 8 Minuten, 16 Minuten. Ich gehe davon aus, dass Tobi sein Bike mitnimmt und ich bin halt auch mobil. Ja, wir können ja alle, wir machen wieder wie immer. Jeder macht seinen Kram und wir treffen uns zwischendurch immer mal wieder oder so.
Ganz entspannte Bässe. Wie immer. Bis 20 Uhr. Zur Not fahre ich 14 Uhr schnell rüber. Ja, oder so. Achso, ich wollte gucken, wann Check-in ist. Ja, meistens kannst du auch beim Hotel sagen, du kommst ein bisschen später. Also, dass du dann sagst, okay, 20.30 Uhr. Was ist hier Buchung? Anreise 15 bis 22 Uhr ist bei mir. Abreise ist 11 bis 11.30 Uhr am Sonntag. Das passt schon. Letztes Jahr muss man um 10 raus, ja, krass. Ja, ich kann bis 22 Uhr einchecken. Ich habe aber auch echt so ein Billo-Hotel. Dann. Aber war halt so spontan auf nichts. Sonst hätten, ja, wären wir auch alle irgendwie in der Nähe wieder zusammen gewesen. Das wäre halt cool gewesen. Aber so sind wir wenigstens auch alle wenigstens in derselben Stadt und kommen uns da halt, notfalls sonst mit öffentlichen Verkehrsmitteln, kommen wir halt immer irgendwie weg. Oder Mietfahrräder. Schön 45 Minuten mit einem Mietfahrer durch Hamburg ballern. Ja, Essensvorschläge gab es ja bisher nur den einen von mir mit Rahmenessen. Wir haben noch zwei andere Abende. Könnt ihr auch gerne nochmal schauen, wo ihr Bock drauf habt. Ja, von einem Personal emotional verabschieden, ja. Persönliche Verabschiedungsrede. Gequatsche, Getorke. Ja. Ja, letztes Jahr war ja ein bisschen chaotisch, weil das ja mit dem Fahren und alles nicht so richtig geklappt hat. Das eine Mal, den einen Abend. Das Lokal, wo wir waren, das war auch sehr gut. Wo wir essen waren, das war tatsächlich auch sehr gut. Wie hieß denn das? Samstag, Freitag? Warte, ich kann ja mal ganz kurz Spiel ausmachen. Messe. Da ist auch Dulzburger sonst, da kann man auch hingehen. Aber ich glaube, alles, was da in der Nähe von der Messe ist, sollte man reservieren an dem Tag. Und das sollte man jetzt spätestens machen. Messe Hamburg. Das ist nicht Google. Wieso hat er das schon wieder umgestellt? Doch, ist Google. Warum hat die Karte eine neue Farbe? Google Maps hat eine neue Farbe. Genau, Restaurant September war das. Das war auch ganz gut. Boah, der Rahmenladen. Moment, müssen wir mal gucken. Das weiß ich nämlich auch nicht mehr. Aber ich habe geguckt, das ist der näher dran ist. Es gab zwei Stück zur Auswahl. Polarisch. So, das ist ja der hier in der Schanze. Ja. Wie sind die Öffnungszeiten? Bis 22 Uhr, da muss man dann halt auch zügig ran. Routenplaner. Messehalle Hamburg. Das ist die falsche Messehalle. Die Messehalle ist hier unten.
21 Minuten zu Fuß. Oh, da läuft man auch durch Schanzenviertel hier so ein bisschen. Das ist auch schön. Wildcat Stores. Tattoo. Ja. Hier ist dann die Messe und dann ist hier so ein bisschen zu Fuß gehen. Und das September war hier unten. Da ist dann auch der Durstburger. Mein Hotel ist. Oh, wo war das denn? So, habe ich hier gar nicht aufgehabt. Ich wollte doch gucken, wie das Hotel heißt. Ich bin da echt ein ganzes, wir sind da echt ein kleines Stückchen weg. Booking, Zahlung erfolgreich, natürlich. Irgendwie. Ja, da müsste es sein. Und wo war jetzt die Messe? Irgendwo hier hinten, ne? Messe. Kongresszentrum Hamburg, ja. Eine Stunde zu Fuß. Hier ist halt irgendwo der Rahmenladen. Oder dödeln wir uns hier irgendwie. Joho, ja, das ist auch ein cooles Hotel, das ist ein Jugendhotel. Ich finde, das sind einfach Boobs hier unten. Ganz klein sind hier Boobs zu sehen. Ich verstehe es nicht. Hier sind überall keine Bilder, aber hier sind Boobs. Wir zahlen insgesamt 180 Euro für zwei Übernachtungen. Freitag, Samstag, Sonntag. Zu zweit. 180 Euro. Gab noch was, Motel One, wo hätte glaube ich 240 gekostet. Und das wäre 10, 15 Minuten näher dran gewesen. Dann dachten wir uns so, da sparen wir uns lieber das Geld, wir brauchen nur Betten zum Schlafen und können wir das Geld auch für geiles Essen ausgeben. Anstatt für, wir sind dann nur zum Pennen und uns zum Waschen. Motel One ist gut, auf jeden Fall. Also, das was. Es ist halt. Hotel Mona. Wieso heißt denn das Hotel Mona? Was kommt vom Preis her hin? Hotel Elbe, ja. Ist halt jetzt nichts Besonderes. Wahrscheinlich auch schon ein Hotel, was es ewig gibt.
Sieht halt einfach aus wie so ein altes Wohnhaus. Ja, Frühstück haben wir auch nicht. Oh, es gibt aber Frühstück. Aber ich frühstücke eh nicht. Aber das ist völlig ausreichend. HSV-Flagge, Fußball. Fußball. Ja. Und Takumi in der Schanze halt. Schon Bock. Schon sehr Bock. Wird mir das so doll ins Gesicht ballern. Wir sitzen halt auch einfach draußen. Ja, da würde ich sagen, essen wir. Dann versuche ich da morgen mal anzurufen oder so und zu fragen wegen Reservieren. Das ist Freitagabend so 20, 30, 21 Uhr so. Dann machen wir das jetzt fix. Und alle reservieren einfach für alle Menschen. Ah, das klingt doch nach einem Plan. Ich freue mich. Falls man reservieren kann. Weil in Düsseldorf konnte man nicht reservieren, da stand man halt an, erstmal eine Stunde. Im Fürster Komi eine Stunde angestanden, hat sich gelohnt. Ja, 1 Uhr, Schlafenszeit, morgen ist der letzte Arbeitstag. Und dann versuchen wir mal, das Ding an meinen Helm zu montieren. Ich hatte es ja gestern schon kurz gezeigt, dass die Helm-Handyhalterung, da kommt noch so ein Klebepad drauf. Und dann ist das quasi so am Helm dran. Mit einem... mobiles Endgerät zum Video und maybe filmen oder streamen wird dann getestet. Direkt von der Polizei hops genommen. Ja, klar, Essen in der Nähe von der Messe sowieso. Und ich fand jetzt 15 Minuten so nach der Messe da zum Essen gehen, fand ich okay. Habe ich gesehen, den Clip. Als der Joker Zaubertricks zeigt. Der Harry Potter Familie. Der One Familie. Ja. Auf jeden Fall, essen gehen sollten wir da in der Nähe von der Messe. Jetzt nicht dann irgendwie eine Stunde irgendwo hinjetten. Oder außerhalb hinfahren. Bekannter von dir gerade im Status gehabt. Ich habe ja eh einen ganz komplett wilden Feed auf Instagram. Ja, das wird gut. Herr Katze, du willst auch essen? Ich werde mir auch nochmal kurz erstmal nach Bremen laufen, um zu essen. Ja, schön ins Waterfront. Schönes Einkaufszentrum da bei Primark und gegenüber bei Pizza Hut dann essen gehen. Wir freuen uns alle auf die Polaris. Das wird gut werden. Ich muss auch mal gucken, dass ich einen Friseur finde, weil irgendwie... ist das sehr lang. Ich bin immer so faul, was solche Sachen angeht.
So Erwachsenenkram, wo du Termine machen musst. Einfach seit, ja, kurz noch blond färben. Habe ich aber nicht. Doch, habe ich noch. Ich habe noch so eine große Pulle einfach. Aber nun geht's ins Outro. Denn morgen gibt's keinen Stream, weil ich dann versuche, die Wohnung frisch zu machen. Aber Mittwoch. Habe ich mir nämlich so einen Kalender eingeklagt, ja. To-Do-List-mäßig. Dass das hier anständig aussieht, wenn ich weg bin, weil meine Schwester dann herkommt und die Katzen versorgt und so Sachen. Der sieht zwar auch nicht aus wie geleckt, aber es muss ja wenigstens bei mir nicht mein übliches Chaos sein, sondern so 5% weniger. Habt eine schöne gute Nacht. Damit verabschiede ich mich. Wir sehen uns ja dann Mittwoch hoffentlich irgendwie wieder. Wie ist denn das Wetter Mittwoch? Vielleicht können wir dann Livestream IRL-mäßig machen. Ah, Donnerstag ist erst wieder gut. Mittwoch regnet es wieder. Niederschlag 90%. Ja, das ist echt niederschlagend. Aber Donnerstag 15 Grad und Sonne. Mittwoch 19 Grad und Regen. Halt der Maul. Aber erst ab 16 Uhr. Wir gucken mal. Alles Gute, habt eine schöne gute Nacht, Terrainer, schöne gute Nacht, schlaf gut, Schweinsmann, wunderschöne gute Nacht, alle Lurkis, eine wunderschöne gute Nacht, vielen herzlichen Dank, dass ihr dabei gewesen seid, Frankie, eine wunderschöne gute Nacht, Maggie, schöne gute Nacht, Irina, eine schöne gute Nacht, Morbid ist auch schon schlafen, aber trotzdem nochmal schöne gute Nacht, vielen herzlichen Dank, dass ihr alle dabei gewesen seid, habt einen wunderschönen Dienstag, passt auf euch auf, bleibt gesund und haut rein, bye bye.